Ich habe vergessen, dass die Zwerge nicht raus sollen dürfen am Anfang. Und dadurch läuft es gerade nicht so rund, wie es eigentlich laufen sollte. Ein kleiner Fail. Schon wieder niedrig. Aber da wieder durchgehen. Aber was ich da jetzt wieder Heiltränke brauche. Da hinten ist anscheinend clear. Ja. Das ist kein Problem mehr da. Hier wird auch noch aufgeräumt. Sehr schön, sehr schön. Läuft. Ja, da heile ich jetzt erstmal nicht. Jetzt greifen die Wildsau da an. Komm, den kriegt er doch noch down. So. Jetzt sammelt mal schön ein. Gab auch wieder ordentlich Münzen. Warum hier Steine liegen, weiß ich nicht. Warum liegen da Steine? So. Gut, das Gold hat auf jeden Fall gereicht. Das heißt, wir können das Portal jetzt wirklich komplett aufbauen und aktivieren. Wir müssen halt nur warten, bis wir es eingesammelt haben.
So, jetzt auch mal kurz aus Neugierde reinschauen, wie viele Pfeile eigentlich noch da sind. Oh. Dem anscheinend die Pfeile komplett verschossen. So, müsste angekommen sein. Mithril, Gold, lila Kristall, dunkler Kristall und zweimal Stein. Ja. Und das letzte Portalteil. Blauer Kristall. Und zweimal Stein. Und der rote Kristall. So. Und jetzt ist das Portal offen. Wir haben sozusagen das Level 1, Kampagne 1 erfolgreich durchgespielt. Wir haben zwar vom Techbaum noch lange nicht alles erreicht. Da wäre noch viel mehr gekommen. Vor allem die hohe Rüstung plus die hohen Werkzeuge, die Waffen. Ja, das wären Dinge noch gewesen. Das hätte ich schon gern gemacht. Und vor allem diese Tesla-Türme, die hätte ich gern hier gebaut. Aber bis wir hier angekommen wären, da wären so viele Höllenportale dann offen bis dahin. Da zweifle ich dran, dass ich das tatsächlich schaffen würde. Also es ist teilweise schon recht schwer gewesen. Ich habe ja Wellen dabei gehabt, wo ich wirklich alle meine Zwerge verloren habe. Genauso wie bei den Kobolden. Jetzt lief es einigermaßen zu diesem Ende hin. Es liegt auch viel an den Heiltränken. Aber ich habe auch in dieser Runde jetzt, also bei den letzten Portalen, sehr, sehr viele Heiltränke gebraucht. Und so schnell kann ich die gar nicht wieder neu herstellen. Ich müsste jetzt wieder Wurzeln farmen. Die habe ich aber nur beschränkt zur Verfügung, wie man sieht. Und ja, darum werde ich dieses Level auch tatsächlich jetzt abschließen. Indem ich dann gleich hier durchgehe. Und ich werde das auf jeden Fall noch speichern. Kann ich so gar nicht speichern. Nein, kann ich nicht. Gut, ich mache das jetzt so. Beende an der Stelle kurz die Aufnahme, mach ein Backup der Welt und melde mich gleich zurück. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Es müsste eigentlich alles geklappt haben. Schau mal kurz rein. Genau. Ich habe jetzt da meine Welt und hier habe ich meine Welt. Jetzt betritt man das Ganze nochmal. Spielen. Der Sinn dahinter ist, ich glaube, wenn ich jetzt durch das Portal gehe, ist diese Welt abgeschlossen und ich komme hier logischerweise auch nicht mehr rein. Aber unter Umständen will ich da vielleicht doch noch was machen oder auch nicht. Weiß ich noch nicht an der Stelle. Und eventuell, das weiß ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, werde ich vielleicht dieses Safe Game zur Verfügung stellen als Download. Und allein deswegen brauche ich ja schon eine Sicherungskopie davon. Und ja, ich werde jetzt einfach durch das Portal gehen. Was ich jetzt noch sagen muss, ist, ich werde eine Pause einlegen mit Craft the World. Ich habe jetzt Kampagne 1 abgeschlossen und werde aber in diesem Let's Play erstmal nicht mehr weiterspielen. Ja, es hat wirklich jetzt lange gedauert. Es waren ja über 11 Stunden, wenn ich es richtig gesehen habe. Und sehr viele Folgen. Das hier müsste jetzt Folge 49 sein, Folge 50, ich weiß gar nicht, kommt auf den Schnitt drauf an. Und es ist schon einiges und ich möchte mich auch um andere Projekte vielleicht ein bisschen
mehr kümmern. Und ich habe das Spiel, wie gesagt, jetzt schon einige Zeit gespielt. Und vielleicht habe ich mal wieder Lust drauf und mache dann einfach mit Kampagnen 2 weiter. Das weiß ich noch nicht. Ich weiß dann auch nicht wann. Kann ich an dieser Stelle auch nicht sagen. Aber ich werde es auf jeden Fall an dieser Stelle erst einmal beenden. So, machen wir hier mal ein Portal. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ah, möchtest du diese Welt verlassen? Ja. Das hätten sie vielleicht ein bisschen vertonen können. Ist doch ein bisschen ruhig dafür, dass man es jetzt abgeschlossen hat. Ist eigentlich stolz drauf, man freut sich. Ja, jetzt haben wir Level 2 freigeschalten. Land des Winterhimmels. Na, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man da wieder reinkommt oder nicht. Kurz ausprobieren. Okay, man kommt anscheinend doch wieder rein. Kann die Welt auch wieder erfolgreich abschließen. Okay. Ja, was ich jetzt dazu sagen wollte, wegen der Craft the World Pause, habe ich ja soweit gesagt. Ich bedanke mich bei denen, die hier zugesehen haben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, wovon ich eigentlich ausgehe, sonst hättet ihr nicht zugesehen. Und lasst mir einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Und man sieht sich beim nächsten Mal bei einem anderen Let's Play. Würde mich auch ziemlich freuen, wenn ihr da einschaltet. Gibt viel Interessantes zu entdecken. Und da bleibt mir noch zu sagen, bis bald. Ciao.